Ich bin ja jetzt seit über einem Jahr hier in dieser Werkstatt. Vieles ist hier drin passiert, aber eine Sache ist bis dato nicht verändert. Und zwar ist das meine Werkbank. Wenn man es dann überhaupt Werkbank nennen kann. Das hier drunter ist die alte Platte, die hier an der Wand dran war. Die war irgendwann so durchgeknickt, dass ich einfach auf die Schnelle eine Multiplex-Platte oben drauf gelegt habe. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass ich die Werkbank aus Multiplex baue, aber weil die Plattenpreise derzeit teurer sind als das, was ich aus Massivholz machen kann, habe ich mir überlegt, dass ich heute mal eine Werkbank komplett aus Massivholz bauen werde. Das bedeutet, die Deckplatte wird aus Massivholz und das ganze Gestell unten drunter. Und so die Feinheit, die Raffinesse an dem kompletten Projekt ist eben, dass ich das aus 27 mm Blockware machen werde. Hier hinter mir seht ihr das Rohmaterial und ich will gar nicht so lange babbeln. Mit dem Buchenholz auf der linken Seite geht's los, denn das müssen wir jetzt erst ein bisschen zuschneiden. Das Gestell konnte jetzt über Nacht trocknen und vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt zuallererst mal, Philipp, warum hast du hier Flachdübel benutzt? Ist das für eine Werkbank nicht so instabil? Zuallererst mal, ich habe die Flachdübelfräse benutzt, weil ich die plane, noch weitere Male bei dem Projekt hier heute zu benutzen. Und das hier war für mich mal die allererste Aufgabe, mit diesem neuen Werkzeug zu arbeiten. Außerdem hält das Ganze jetzt schon mal relativ gut. Man muss natürlich auch beachten, dass das später eine große Holzplatte oben verschraubt wird. Und die bringt halt eben die Stabilität. Das hier ist jetzt schon mal ziemlich stabil, das reicht mir auf jeden Fall und deswegen habe ich dafür die Flachdübelfräse benutzt. Und wenn immer ich ein neues Werkzeug benutze, will ich mich auch kurz auf das Teil mal konzentrieren und deswegen erzähle ich an solchen Schritten manchmal nicht so viel. Was die Genauigkeit angeht, bin ich aber echt super, super zufrieden. Wir haben ja fast, also eigentlich haben wir wirklich gar keinen Versatz. Ich habe mir die ja sogar in einem von den letzten Projekten gekauft, also währenddessen ich das andere Projekt gebaut habe, habe ich mir genau dieses Teil hier gekauft, weil es halt einfach echt super, super ärgerlich war, weil mit diesem billigen Teil, das war so ungenau und da ist am Schluss so viel kaputt gegangen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Griff in die Kollekte gemacht und diese Flachdübelfräse gekauft. Einen ganz genauen Plan, wie ich jetzt weiter vorgehe, habe ich noch nicht. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass ich jetzt noch mal ein bisschen Hartholz herrichten werde, damit ich irgendwie ein Ausgangsmaterial habe, um das Gestell unten drunter fortzusetzen. Und damit geht es jetzt weiter. Yeah.
Eigentlich hatte ich ja geplant, eine Werkbank zu bauen. Das hier sieht echt aus wie ein Gestell von einem Esstisch. Also das könnte man jetzt so nehmen und sich in die Wohnung stellen. Ist das cool. Ich muss wirklich sagen, trotz dass das hier alles nur Flachdübel sind, ist das jetzt schon sehr, sehr stabil. Ich habe mich eben mal so ein bisschen, als es auf den Beinen gestanden hat, so ein bisschen auf die Seiten hier drauf gestützt und da hat wirklich echt gar nicht viel gewackelt. Und wenn wir das später alles miteinander verschraubt haben, wird das auch sehr, sehr stabil sein. Jetzt müssen wir aber als erstes ein Unterfach einbauen, damit es nicht mehr so sehr wie ein Esstisch aussieht. Es soll ja eine Werkbank werden und da will ich auch ein bisschen Stauraum unten drunter haben. Und deswegen habe ich mir jetzt mal hier drin die Maße genommen und jetzt werden wir quasi so ein Gestell wie hier oben, nur ein bisschen kleiner, nochmal anfertigen, damit wir das später hier unten reinbauen können. Und wie ich das Ganze hiermit auch verbinde, werde ich euch dann auch noch zeigen. Wenn ihr diesen Luftfilter interessiert, den verlinke ich mal oben rechts das Video. Der wird jetzt die Luft fix nochmal filtern und dann ist der Staub hier auch wieder aus der Werkstatt draußen. Wie? Der untere Boden von unserem Gestell ist schon miteinander verbunden? Ne, noch nicht ganz. Ich habe hier nur mal ausprobiert, ob das Ganze hier gut reinpasst. Und ihr seht, das Ganze hält jetzt schon, ohne dass irgendwas verschraubt ist. Deswegen ist das auch so ein kleines Zeichen, dass wir dieses Mal relativ genau gearbeitet haben. Das hier, wie gesagt, steckt einfach nur so hier dazwischen. Ich habe mir jetzt im Hintergrund so ein paar Hölzer vorbereitet. Und die werde ich mit dem Gestell miteinander verbinden, denn das ganze Gewicht später, was hier auf dem unteren Boden sein wird, soll eigentlich hier drauf liegen und soll nicht irgendwie von irgendeiner Art der Verbindung, was dann nur eine einfache Schraube ist, hier in dem Bein getragen werden. Deswegen hier diese Hölzer. So, das pappen wir einfach hier in die Ecke rein. So, das Gestell kann jetzt mal so ein bisschen vor sich hin trocknen und in der Zwischenzeit kann ich mal mit der Arbeitsplatte anfangen. Und hier werde ich kein Buchenholz nutzen. Ich wollte ein etwas helleres Holz nutzen, was aber auch natürlich stabil ist. Und deswegen habe ich mich hier für Eschenholz entschieden. Das liegt noch hinten auf dem Anhänger. Das heißt, jetzt geht es auch hier wieder mit dem Zuschnitt los. Und da bin ich extrem gespannt, wie das nach dem Hobeln aussieht. Übrigens, diese Arbeitsplatte werde ich dieses Mal ein bisschen anders herstellen. Aber das alles seht ihr natürlich auch wieder im laufenden Prozess. Also, kurze Erklärung, was ich mit dieser Tischplatte vorhabe. Ihr seht, es fehlt natürlich noch ein bisschen Eschenholz für die Deckplatte, aber das mache ich ganz bewusst, weil ich werde die gleiche aus fertigem Maß, in Anführungszeichen fertig natürlich, zuschneiden. Die Breite der Werkbank soll 1,10 Meter sein und ich will die Platte dieses Mal zweiteilig gestalten. Das bedeutet, dass ich es auf 55 cm runterschneide, runterhobel, wie man es halt eben mag, weil dann kann ich jeweils die gesamte Platte noch einmal auf Dicke hobeln. Und dann kann ich sie miteinander verleimen, dann muss ich nur noch eine Leimkante verschleifen. Jetzt habe ich aber hier als ein bisschen was zugeschnitten. Hier habe ich zum Beispiel 54 cm an Breite, das ist viel zu schmal, denn ich habe ja noch ein bisschen Verschnitt und ich hobe ja natürlich ein bisschen Material noch weg. Das bedeutet, dass ich mir jetzt hier die Stapel so zurechtlege, dass ich gleich an der Tischkreissäge das passende Stück aus der großen Bohle noch rausschneiden kann und das dann halt eben hier dazu packe. Deswegen so ein bisschen schauen, dass ich mindestens mal 8 cm unter dem Maß bin, damit ich dann gleich entsprechend die Teile aus der großen Bohle raustrennen kann. So, hier kann ich jetzt mal schauen, wie viel ich habe. 37, das heißt noch 3, 8, 18
24 also breit. Das heißt, ich kann hier 24 etwa rausschneiden. Das ist immer ein bisschen breit. So. 45, 10, 13. 13 können wir rausgeschnitten. Das schneiden wir jetzt hier raus. Also 13 cm Stück schneiden wir jetzt raus und haben wir die Seite schon mal fertig. Es ist Massivholz, also was kommt jetzt mal wieder? Jetzt wird es mal wieder abgerichtet, gefügt, danach auf Dicke gehobelt, danach wird es verleimt und dann schauen wir mal, was wir danach machen. So, ein paar Tage sind vergangen. Die Tischplatte ist fast fertig. Jetzt kommt einer der spannendsten Momente, auch für mich, denn so breite Bretter habe ich noch nie in meinem Leben gehobelt. Da werden wir jetzt aber als erstes die Leimreste hier oben auf der Oberseite entfernen, damit das Ganze auch schön plan auf dem dicken Tisch aufliegen kann. Also machen wir das jetzt und ich bin mega gespannt, wie das Ganze bei der Hobelmaschine danach aussieht. Noch eine Kleinigkeit zu diesem Eschenholz. Das ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll tatsächlich zu bearbeiten. Also mindestens mal die Bohlen, die ich habe. Denn, ich zeige es euch mal, das ist hier echt extrem verwachsen. Hier die Bohle geht zum Beispiel, aber hier bei dem Stück, da war es echt nicht ohne. Hier haben auch relativ viele Ausrisse, hier auch wieder. Also das Holz hier sieht wirklich total schön aus, aber mit einer geraden Messerwelle, die vielleicht auch nicht mehr so die schärfeste ist, ist das hier nicht so toll zu bearbeiten. Da wäre halt zum Beispiel so eine Helical Cutterhead Welle oder wie man es halt eben nennen möchte, tatsächlich besser geeignet für. Also kommt jetzt wieder der Kraftschaber zum Einsatz und ich werde die ganzen Leimreste erstmal so ein bisschen wegschraben. Das Brettchen hier ist 58 cm breit. Ist das nicht cool? Ich würde schon sagen, dass das cool ist. So. Bekanntlichermaßen könnt ihr mehr sehen, wenn ich auch auf die Aufnahmetaste drücke, wenn ich das Ganze zusammenleime. Auf jeden Fall habe ich es jetzt zusammengeleimt. Wenn man die Außen drin dann holen wir die Zwinge, machen wir endlich weg und machen sie immer in die mit. Oh, ich knalle ja schon ein paar Schrauben drin. Komm ich wieder bei, oder? Ja, ja, das passt. Sobald es halt eine gewisse Größe kriegt, dann ist das halt echt super ätzend mit solchen Maschine. Da wäre es natürlich geil, wenn du diese geile Presse gehabt hättest, ne? Opa, ne? Wechsel ja. Viele Rindspanne. Ja, da ist da der Platz hier noch ein bisschen. Jo. Bisschen schmal. Ein kleiner jetzt, ne? Sau gut, ey. Tipp, du kannst auch hier immer gut an Leimfuge als Anhaltspunkt. Jetzt die Dockhand, ne? Jetzt. Yes. Das hier ist nämlich für 45 Grad. Die Schraublöcher habe ich gerade mit Spachtel zugemacht und jetzt wird alles einmal gründlich geschliffen. Der gestrige Tag war jetzt doch noch ziemlich chaotisch, weswegen ich vergessen habe, leider auf den Aufnahmeknopf zu drücken, als ich das Ganze behandelt habe. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu diesen Rollen hier. Das sind Heberollen. Die kann man einfach festschrauben und hier mit diesem Fuß kann man dann die Werkbank quasi hochheben.
Habe ich vorher nicht gekannt. Viele von euch haben mir das in einem vergangenen Projekt unter das Video geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe die Dinge echt nicht gekannt. Sie sind relativ teuer, aber dafür könnt ihr euch ersparen, irgendwie selbst einen Hebemechanismus zu bauen. Die werden wir jetzt mal noch fix an der Werkbank festschrauben. Da ist hier so eine schöne Schablone dabei. Die kann ich mir jetzt hier an die Leimstelle anlegen. Da will ich das Ganze nämlich immer ausrichten. Und ich werde nur zwei Bohrpositionen markieren, denn wenn die fest sind, richten sich die anderen sowieso danach aus. Hier ein kleiner Tipp, ich wollte hier diese Rollen auch eigentlich innen montieren. Das passt jetzt aber platztechnisch leider doch ganz schlecht. Deswegen habe ich hier einfach die Schrauben ein bisschen fester angezogen, sodass hier dieser Hebel nicht von alleine runter senkt. Und dann stören die auch gar nicht so wirklich und sind nicht wirklich im Weg. Weil das hier ist vollkommen okay. Einmal festgeschraubt, kann man einfach hier die Füße hochdrücken und dann steht die komplette Werkbank auf Rollen. Und das geht auch echt gut. Also, das Projekt ist natürlich noch nicht fertig. Das Video ist zwar jetzt langsam am Ende angekommen, aber das Projekt Werkbank ist noch nicht zu 100% fertig gebaut. Also abonniere doch gerne den Kanal, dann wirst du nämlich auch in Zukunft weitere Videos hier von dieser schönen Werkbank zu sehen bekommen. Ich habe hier noch so ein paar Ideen, die ich halt umsetzen möchte, damit man einfach hier unten das Fach sehr, sehr effizient nutzen kann und das nicht einfach nur eine Staubfalle ist. Außerdem habe ich noch ein paar andere Gadgets im Sinn, die ich hier an dieser Werkbank anbringen möchte. Und das wird aber in einem separaten Video passieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau doch sehr gerne hier diese beiden Videos an. Da geht es auch so ein bisschen um Zeug, was ich baue. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag dir zum nächsten Video. Tschüss.